Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 15 Minuten Morgengymnastik. Heute wollen wir uns so richtig bewegen und zwischendrin auch immer wieder unsere Muskeln stärken. Also ein Rundumprogramm für einen fitten und energiegeladenen Tag. Richte dich auf, Brustbein anheben und deine Füße erstmal abrollen. Von der Fußspitze auf die Ferse. Lass die Arme ganz entspannt neben deinem Körper pendeln. Denk dir gleich eine Krone auf deinem Kopf, die du in Richtung Decke nach oben schiebst. Natürlich wollen wir Gelenke mobilisieren, bevor wir dann so richtig uns bewegen. Dann wirst du langsam wieder kleiner und hebst jetzt einmal dein rechtes Knie, drehst es nach außen, dein linkes Knie, mobilisiere deine Hüftgelenke. Immer so, wie es für dich angenehm ist. Alles ist richtig. Jetzt ziehst du deine Knie einfach im Wechsel nach oben, das heißt rechts und links, und drehst schon den gegenüberliegenden Ellbogen in Richtung Knie. Muss ja nicht zum Knie sein, aber in Richtung. Perfekt. Dann lässt du die Arme wieder weg, holst nur deine Knie nach oben und gehst jetzt am Platz. Und zwar die Knie so richtig schön hochziehen, die Arme gehen mit, als wolltest du walken, den Ellbogen auch nach hinten nehmen, die Füße abrollen. So, unsere erste Runde, so ein bisschen Ausdauer. Vielleicht noch höher oder schneller, das kannst du natürlich immer selbst entscheiden, wie du mitmachst. Du sollst dich auf jeden Fall wohlfühlen. Die letzten Male, dann nehmen wir noch was dazu. Jetzt gehst du einfach weiter, nimmst die Arme, ein bisschen kleiner vielleicht, die Arme zur Seite, die Schultern so richtig tief nach hinten unten ziehen und dann kreist du die Arme nach vorne für noch schönere Schultern, kleine Kreise, so richtig Spannung in die Arme. Nach hinten kreisen, zurück, immer noch Spannung. Merkst du schon was? Also es wird schon warm, oder? Ein bisschen zumindest. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und die Arme wieder lösen. Puh, locker mitnehmen und nach vorne tippen, rechts und links. Tap. Der Fußspitze. Und dann tippst du nach außen, auch rechts und links. Immer weiter bewegen. Nochmal nach vorne.
Und dann zur Seite. Nochmal nach vorne. Gut. Zur Seite. Nach vorne. Letztes Mal. Zur Seite. Und da bleiben wir jetzt. Werde kleiner. Lass deine Fußspitzen jetzt nach vorne zu mir schauen und tippe nur mit dem rechten Fuß. Komm tief, ganz tief und tippe mit rechts nach außen. Beinkraft. Po. Ganz ruhig lassen das Knie, nicht mitwippen. Ich spüre schon was. Noch zwei und wechseln, andere Seite tief anbeugen und außen tippen. Ganz ruhig halten. Noch 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, noch einen und gehen locker. Entspannt weitergehen, Beine auslockern und einen Schritt nach rechts und links. Rechts, tap, links, tap, genau. Einfach mal zur Seite tippen, großen Schritt machen. Versuchen wir mal zwei Schritte nach rechts, zweimal nach links. Nochmal nach rechts, nach links. Immer weiter. Schau mal, was ich mache. Mach weiter. Zwei nach rechts, zwei nach links. Ich mache es einfach im halben Tempo jetzt. Mach ruhig mit. Nochmal rechts. Schau mal. Tief links und tief. Jetzt gerne den Po ein bisschen absenken, sodass du deine Beine, dein Gesäß trainierst. Nach unten, hoch, nach unten, hoch. Letzten Male. Rücken gerade, Knie bleiben über den Füßen. Ist auch ein bisschen wackelig bestimmt. Dein Tempo auch hier wieder. Mach mir noch vier.
4, 3, 2 und halte dann unten und richte dich auf. Oh, auslockern, rechts und links, vorne kicken. Genau, und jetzt darfst du gleich ein bisschen kraftvoller kicken. Das ist unser nächster Ausdauerschritt. Und wenn du willst, kickst du und nimmst auch gleich nochmal die Arme dazu, boxt nach vorne, rechts kickt, links boxt und umgekehrt, genau. Kraftvoll. Geht noch. Allerletzten. Noch. 4, 3, 2 ohne Arme kicken und jetzt kickst du zur Seite, rechts und links. Endspurt. Bleib mit deinem Becken in der Mitte und versuch deine Beine jetzt hoch zu heben. Also nicht mehr kicken, sondern zur Seite zu heben. Du darfst die Hände rück einstützen. Letzte Runde Kräftigung. Bleib rechts. Dreimal hoch. Bleib hier. 2. Einen und wechseln. Und hoch. Hoch. Balance finden und wechseln. 3, 2, einen und ab. Becken ruhig halten. Und ab. 3, 2, einen. Und ab. Fußspitzen zu mir nach vorne. Sehr schön. 1, 2. Spürst die Außenseite, Oberschenkel. Puh, ich merke schon was. Du auch. Wenn es nicht mehr geht, mach Pausen. Alles gut. So, letztes Mal noch rechts. 3 Stück hoch. Letztes Mal links. Und hoch. Und lösen, gehen, einatmen. Fleißig. Und nochmal aus. Arme öffnen. Nochmal ganz tief ein, Nase ein. Und nochmal aus. Und ein. Bleibe jetzt hier, heb dein rechtes Bein, kreuze hinten und zieh deine ganze rechte Körperhälfte lang. So richtig in die Länge strecken. Lösen, andere Seite, die Außenseite, dehnen, lang ziehen. Wieder zur Mitte, ein Bein nach hinten, Fußspitzen nach vorne, öffne dein Brustbein. Hat's dir gefallen, hoffe ich, dann gerne gefällt mir drücken, netten Kommentar hinterlassen. Schau mal, dass die Fußspitzen wirklich nach vorne zeigen, genau. Wechsel die Seite, noch einmal zurück. Wenn du magst, sei natürlich morgen wieder dabei. Wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, vielen Dank. Du findest den Link unter dem Video, heißt Deine Unterstützung. Zu mich mit was es dir wert ist, unterstützen. 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, was du möchtest. Auf jeden Fall vielen Dank. Lass wieder locker. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Öffne deine Arme. Ellbogen zurück.
kannst ganz stolz, ganz aufgerichtet in den Tag starten und entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Du findest die ganze Reihe da oben bei dem Infopunkt. Du findest sie auch auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Vielleicht ja bis morgen.